Herr Dr. Kolberg, wir sind hier beim ESMO 2019 in Barcelona, dem Europäischen Krebskongress. Auch wenn wir sonst über Brustkrebs berichten, es gab gestern so sensationelle Daten zum Eierstockkrebs, der tatsächlich die Therapie, einen Therapiewechsel einläuten wird. Was wurde denn da berichtet und worum geht es eigentlich wirklich? Es ging bei diesen drei Präsentationen gestern, die in der Presidential Session gewesen sind und damit schon auch ausgezeichnet worden sind als ganz besondere Ergebnisse, ging es um die Weiterbehandlung von Patienten mit Eierstockkrebs nach einer Chemotherapie. Und es ging um Patienten in einem relativ hohen Tumorstadium, ab Tumorstadium 3. Dazu muss man allerdings sagen, dass beim Eierstockkrebs das über 70% aller Patienten betrifft. Und vielleicht einmal einen ganz kleinen Blick zurück, schon letztes Jahr auf dem ESMO Day in München stattgefunden hat, gab es Daten, die die Therapie verändert haben. Die Daten der Solo-1-Studie, die gezeigt haben, dass Patienten, die eine Mutation in den Genen BRCA1 oder BRCA2 haben, damit haben wir auch den Link bei Brustkrebs Deutschland zum Brustkrebs wieder ein bisschen, davon profitieren, wenn sie über eine längere Zeit nach der Chemotherapie einen PARP-Inhibitor bekommen haben, ein nicht-chemotherapeutisches, biologisches Medikament. Es ist nun so, dass es uns in den letzten Monaten, seit dem letzten ASCO vielen gelungen ist, in den letzten Monaten tatsächlich zu etablieren, diesen Therapiewechsel umzusetzen. Wir müssen jetzt schon wieder umdenken, denn es hat sich gezeigt gestern in der Sitzung, dass andere Therapien wahrscheinlich eben nicht nur bei den Mutierten, sondern eben bei allen Eierstockkrebspatienten effektiv sind. Für eine Substanz konnte gezeigt werden, für das Niraparib, dass es tatsächlich als Verlängerung nach dem Ende der Chemotherapie über eine Dauer von 36 Monaten gegeben, nicht nur bei den Patienten, die eine Mutation in diesen Genen BRCA1 oder BRCA2 haben und auch nicht nur bei den Patienten, die eine Veränderung in dem Weg haben, von dem man eigentlich glaubt, dass PARP-Inhibitoren wirken, nämlich über die homologe Rekombination, da kann man messen, ob die in Ordnung ist oder ob die eine Störung hat, sondern auch bei den Patienten, bei denen alles ganz normal ist, weder eine Mutation vorliegt, noch eine Störung in dieser homologen Rekombination, dass bei diesen Patienten das progressionsfreie Überleben, also bis zum Wiederauftreten der Erkrankung, signifikant verändert war. Und zwar, das muss man auch sagen, ohne Einsatz des Neoangiogenese-Inhibitors Bevacizumab, der sonst zum Standard gehört. Das war schon mal in sich eine sensationelle Studie. Das erste Mal, dass gezeigt werden konnte, ist in einem unselektionierten Patientenkollektiv, das eben keinen Biomarker aufweist wie Mutationen oder eben diese homologe Rekombinationsdefizienz, ein Ansprechen in der Gesamtpopulation und zwar über alle Subgruppen zu sehen war. Natürlich war es auch da so, dass die Mutierten am besten angesprochen haben, dann kamen die mit dieser homologen Rekombinationsdefizienz, aber auch die Nicht-Mutierten und ohne diese Defizienz hatten immer noch 30% besseres progressionsfreies Überleben als der Kontrollarm. Das war schon in sich sensationell. Dann kam eine zweite Studie, die auch bei mutierten und nicht mutierten Patienten untersucht hat, ob vielleicht die Kombination aus einem anderen PARP-Inhibitor, nämlich Olaparib, genau der in München vor einem Jahr gezeigt hat, dass er bei den mutierten Patienten so erfolgreich ist, nicht auch bei den nicht mutierten Patienten funktioniert. Und auch da konnte gezeigt werden, dass diese Kombination bei den nicht mutierten Patienten ebenfalls erfolgreich ist. Und da gab es die kleine Besonderheit, diese Patienten, bei der Studie war es so, dass allerdings die Patienten, die nicht diesen Defekt in homologen Rekombination gehabt haben, dass die nicht keinen Vorteil gehabt haben davon. Und eine dritte Studie hat einen dritten PARP-Inhibitor eingeführt zum Ovarialkarzinom, es gibt ja auch noch andere, die nur dieses Jahr hier keine so großen Daten haben, wie Rucaparib zum Beispiel oder das Veliparib, was gestern die Daten vorgestellt wurden, hatte eben auch einen Vorteil, allerdings im Wesentlichen bei den mutierten Patienten. Das heißt, wir haben erstmal eine Erweiterung des Spektrums durch das Veliparib. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren die wirklich entscheidenden Daten über die Daten zu Olaparib und Avastin oder eben Niraparib alleine. Und sie sind definitiv practice-changing. Man muss sich jetzt nur gut überlegen, wie wir diesen Weg gehen sollen. Es gäbe jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, wir machen bei allen Patienten wie weiterhin die Mutationsanalyse. Wir machen bei allen Patienten auch den Test auf die homologe Rekombination. Ganz kleiner Einschub, der einzige Test, den es dafür wirklich gibt, wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Und geben dem Patienten dann einen PARP-Inhibitor und das Avastin, wenn sie diesen Defekt haben, auch wenn sie nicht mutiert sind. Andere Alternative ist zu sagen,
wir geben allen Patienten den PARP-Inhibitor, der bei allen Gruppen wirkt. Und das wird jetzt sicherlich, da muss man sehr genau sicherlich noch in die Daten reingucken. Die Studien sind beide auch voll publiziert worden, gestern erschienen. Da wird man jetzt sicherlich sehen müssen, für welche Subgruppen das vielleicht sinnvoller sein könnte oder nicht. Aber ich stelle mir im Moment, und wir haben jetzt keine 24 Stunden bisher gehabt, die Daten zu verarbeiten, aber natürlich ein Szenario vor. Der Diskutant, Herr Mirza, hatte gesagt, man muss Patienten über die Studiendaten aufklären. Und so ganz ins Grobe gesprochen, stelle ich mir vor, ich spreche mit einer Patientin und sage dieser Patientin, wir können bei Ihnen auf der einen Seite eine Therapie machen, dafür muss ich aber erst eine Mutationsanalyse machen und dann muss ich noch den Test für die homologe Rekombination machen, dann weiß ich, ob Sie dafür geeignet sind oder nicht. Oder wir machen gar keine Tests, die Sie zum Teil selbst bezahlen müssen. Wir überlegen die Mutationsanalyse, um für Ihre Angehörigen zu wissen, was los ist, aber wir können Ihnen das Niraparib auch ohne geben. Das müssen Patienten natürlich dann auch sicherlich mitentscheiden. Das bleibt ja auch immer noch Patientenwunsch und auch sicherlich Patientenpräferenz spielt eine Rolle dabei. Meine Patienten würden im Zweifel wahrscheinlich dazu neigen zu sagen, dann möchte ich da immer das eine Substanz haben. Und das ist insofern auch gar nicht so verkehrt, weil wir vorgestern Daten gesehen haben von einer Studie, die bei Patienten, die nicht auf Platin angesprochen haben und nicht mutiert gewesen sind, wurde auch eine Kombination aus einem PARP-Inhibitor und einem VEGF-Inhibitor, ähnlich wie der Standard beim Ovarialkarzinom, das Bevacizumab, das Avastin, untersucht. Und das war effektiver bei diesen Patienten, diese chemofreie Kombination, als eine Chemotherapie, sodass durchaus die Möglichkeit besteht, diese Kombination, die jetzt gestern ja auch in der First Line untersucht wurde und erfolgreich war, auch später noch einzusetzen. Also ich glaube, da wird sich viel, viel verändern. Es wird aber wahrscheinlich, ich habe das vermutet, dass das so sein wird, wie beim Brustkrebs eben auch, dass die Zeit der endgültigen Wahrheiten wahrscheinlich vorbei ist und eben durchaus auch Patienten in der First Line, nicht mehr alle, wie im Moment noch, muss man sagen, beim Ovarialkarzinom, immer alle komplett gleich behandelt werden. Und das ist wirklich practice changing. Wie schaut es denn bei den verschiedenen PARP-Inhibitoren mit den Nebenwirkungen aus? Sind die alle vergleichbar oder sehr unterschiedlich? Also die sind von ihrem Spektrum her relativ vergleichbar. Die sind nicht ganz gleich, was das Auftreten angeht. Der, von dem man so im Moment ausgeht, dass er die günstigste Verträglichkeit, der ist gestern nicht dabei gewesen, das ist Rucaparib. Aber und das war auch einer der Kritikpunkte natürlich an der Studie mit dem Veliparib. 20% der Patienten haben diese Studie aus Toxizitätsgründen beendet und sind aus der Studie ausgestiegen. Das wurde nicht ganz genau diversifiziert, aber ein großer Teil dieser Patienten hatte zum Beispiel die Hauptnebenwirkung der PARP-Inhibitoren, nämlich einen Abfall von Blutbestandteilen und da vor allen Dingen die Blutplättchen bei diesen Patienten. Und dazu muss man auch sagen, die PARP-Inhibitoren, das weiß man auch, haben, und das ist eine ganz belastende Nebenwirkung für Patienten, Patienten haben relativ viel Fatigue unter den PARP-Inhibitoren und das muss man sicherlich auch immer noch beim Nebenwirkungsspektrum diskutieren. Das wird, muss man ganz ehrlich sagen, unter den Experten schon, aber in der breiten Öffentlichkeit, die verschreibt, noch immer viel zu wenig getan bei den PARP-Inhibitoren. Es wird immer so ein bisschen getan, als wenn das eigentlich so etwas Ähnliches wie eine Antihormontherapie wäre. Das ist sicherlich nicht der Fall. Auf jeden Fall gute Nachrichten für Patientinnen mit einem Eierstockkrebs. Guter Tag für Patienten mit Ovarialkarzinom. Und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns das berichtet haben. Vielen Dank.